Und da ist Momo. Hä, kleines Fellknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Okay, dann lass uns da erstmal reingehen, bevor wir weiter nach Energy Drinks suchen. Ah, wie geil. Moin. Treffen. Willst du etwas? Poncho? Ich kenne Omas Stil. Das ist ein sie ist sehr talentiert, weißt du? Okay. Nee, Poncho will sie nicht. Okay, wir sollen da drauf. Ja, erstmal Pat Pat. Sehr schön. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. What the fuck? Ich habe es fast geschafft. Okay, wenn das nach fast geschafft aussieht. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen. Warte, bist du das, Zibaltasar? Momo, pst. Ich fasse es nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Zibaltasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, pst, wir sind ein. Was? Was? Ich kann nicht mehr nach oben scrollen. Hallo? Ach so, mit den Pfeiltasten. Ups. Ja, pst, wir sind in Sicherheit. Pst. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Pst. Hallo, hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Psch, sehr gefährlich. Psch, Zergs überall. Okay. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse es nicht, Zibaltasar ist am Leben und die anderen Außenweltler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums, aber wenn Zibaltasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. Wenn Zibaltasar es geschafft hat, dann kann es jeder schaffen. Ich mag Momos Gesicht. Voller geiler Regenbogen. Siemes, an der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zergs. Die werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen. Besonders aus dir, Kleines. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Das geht nicht gut aus. Wir haben auch immer, wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Alright. Made in France. Aha. Sind wir vielleicht sogar in Frankreich? Ah, Seamus, dein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zergs. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus war seitdem nie mehr derselbe. Okay, eine Waffe gegen die? Das fände ich auch ganz gut, wenn wir da was hätten. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte. Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zur Außenwelt dann? In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hatte. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Ist es eigentlich Seamus oder Seamus? Ich weiß nicht, ob Seamus so geschrieben wird. Ansonsten würde ich halt so, wie es sich liest, würde ich immer Seamus sagen. Aber ich kenne den Wort Seamus halt nicht. Also den Namen Seamus nicht. Ich kenne aber Seamus. Es könnte sein, dass das auch Seamus ist. Müsste ich vielleicht mal nachgucken. Dann könnte ich ja wenigstens für die nächsten Folgen den Namen richtig aussprechen. Was quengelst du so? Schnauze halten jetzt. Wenn ich und Momo hier rumlaufen, habt ihr ruhig zu sein. Wer bist du denn da? Voll der Plünderer. Genau der. Komm schon, Seamus. Ich sag dir jetzt einfach Seamus. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Nun, das war zu erwarten. Die Situation ist ziemlich hart für Seamus. Er will nichts mehr von den Außenweltlern hören. Mir will er nicht helfen, aber du. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, ich könnte ihm ein Poncho schenken. Ich habe zufälligerweise einen dabei. Aha. Sneaky, sneaky. Hier, nimm Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Finde das Geheimlabor, kleine Außenweltler. Ich gehe zurück in die Bar, um zu saufen. Um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Mach das.
James. Ah, der sitzt auf der Couch. Was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen, ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Oh, jetzt Gegenstand zeigen. Was ist das? Warte, ist das von meinem Papa? Oh, wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung. Aber wo? Aber wo? Vielleicht hinter diesem Bild. Aha. Übersetzen. Die Zeit wird's zeigen. Okay. Was haben wir hier? Gar nichts. Die Zeit wird's zeigen. Warte mal. Die Zeit. Uhren haben wir hier. Aber sind das alle Uhren? Oder ist das ein Code? Können wir irgendwo einen Code eingeben und dann die Uhrzeiten vielleicht nehmen? Mit ihm mal eben kurz sprechen. Die Zeit wird zeigen. Ist das eine Art Hinweis? Ja, hundertprozentig. Wir haben hier 2511. Aber ich muss auch irgendwo einen Code eingeben können. Das ist das nächste Ding. Ich habe es eigentlich schon gelöst, würde ich sagen. Aber wo kann ich das eingeben? Das ist die nächste Frage. Irgendwie hier nicht. Vielleicht hier hinter. Ich muss vielleicht alle Bilder mal abräumen. Ah ja, sehr gut. Natürlich genau da, wo ich aufgehört habe. Was habe ich gesagt? 2511, ne? 2. Hallo? Achso, damit. Perfekt. Gut, dass du es nicht vorgestellt hast. Also da irgendwie, bis auf ein bisschen Müll, ist der Gang wenigstens noch frei. Oh. Kleine Zergs. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschaffen hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seine Zerg-Waffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit der Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe, in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Ich betone es komisch. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Okay. Aktuelle Roboterschlagzeilen. Zergs sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Oh je. Was sind diese kleinen Kartoffeltierchen? Ganz viele Notizen. Noch mehr Notizen. Sonst haben wir hier oben nichts, oder wie? Okay, was haben wir da hinten? Wo bist du da? Übersetzen. Was haben wir da? Oh, Achtung. Okay, das sind sehr viele Sachen auf einmal. Hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Bakterien aus Zeiten der Menschen fressen alle möglichen Materialien, können in der Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Hatten wir das nicht schon mal, dass wir irgendwie die Zergs vertrieben hatten mit dem grellen Licht in einer der ersten Folgen? Okay, was können wir hier machen? Ist das alles, was wir hier haben? Wo ist die Waffe? Hier sind ein paar Kabel. Die gehen an diesen Generator. Und das geht an dieses komische, keine Ahnung, komische Ding da auf jeden Fall. Kannst du noch was sagen? Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ein Poncho? Den versuche ich immer noch zu vertickern. Nee, okay, dann muss ich hier irgendwas finden. Übersetzen, das waren nur diese Schlagzeilen. Okay, dann bin ich aber dann doch eher dabei, dass da hinten was sein müsste. Da, wo ich die Kiste runtergestoßen habe. Oder was in der Kiste, was drin? Habe ich gar nicht überprüft. Kiste. Ein Karton finde ich schon mal ganz cool als Katze, aber
Nee, hier ist schon mal nichts. Unterm Tisch ist auch nichts. Ah, okay. Warum kann ich das denn hier runterstoßen? Ich sehe jetzt halt hier nicht mehr wirklich was. Was ist das denn? Die Fluxor-Bauplan. Oh, das sieht interessant aus. Konzept. Lichtgeschützte... lichtgeschützte Handfeuerwaffe. Geringe Priorität. Aussehengröße. Dezibelausstoß. Dezibelausstoß, mein Gott. Hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Ziel Vernichtung von 20 Zergs pro Sekunde. Ui. Hört sich aber ziemlich gut an. Ja, ich finde hier überall was Interessantes, aber nicht interessant genug, um dir was zu zeigen. Leider. Hier habe ich nur die eine Sache. Okay, woran laufe ich hier gerade vorbei? Was haben wir hier unten? Irgendwas, wo wir nur als Katze vielleicht rankommen könnten. Das wäre natürlich perfekt. Da oben ist ein Karton. Da müssen wir noch ran. Da ist vielleicht was drin. Oh ja. Perfekt. Kaputter Peilsender. Hey, ich habe was. Ich habe hier was. Hallo. Rede mit mir. Ich habe sowas von was Interessantes gefunden. Guck mal, hier ein kaputter Peilsender. Warte, das Ding kenne ich. Das ist sein Peilsender. Papa hat diesen Peilsender immer benutzt, um zu sehen, wo ich bin. Vielleicht können wir ihn umpolen, um herauszufinden, wo er hingegangen ist. Ich kann nicht glauben, dass mein Papa noch am Leben sein könnte. Ich habe ihn so sehr vermisst. Du brauchst eine Waffe für die Zergs, richtig? Mein Papa hat definitiv eine mitgenommen. Wir müssen den Peilsender reparieren, damit wir ihn finden können. Jemand in den Slums kann uns sicher helfen. Komm mit mir. Ich öffne dir die Tür. Alright. Jetzt müssen wir irgendjemand anderes finden. Ja, hier, Elliot könnte uns helfen, ne? Er ist doch so ein Techniker. Oh, da sind ein paar Socken drin. Made in China. Okay, vielleicht sind wir doch nicht in Frankreich. Alright, dann... mal zu Elliot. Wo war Elliot nochmal? Das vergesse ich immer wieder, ne? Ja, wer bist du denn? Warst du vorher noch nicht? Den kenne ich noch nicht. Jauxi. Schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du sollst mal den Tauschhändler besuchen. Dort gibt es für jeden etwas. Ja, ich brauche dazu aber noch ein paar andere Sachen, Junge. Also. Das hier ist die Bar. Und dann... ne, warte mal, ich glaube sogar hier. Nee, das ist nicht die Tür. Das ist die Tür vielleicht? Ich glaube schon. Elliots Programmierung. Bitte an die Tür klopfen und warten, bis wir öffnen. Ja. Haben wir das Ding denn überhaupt noch dabei? Ich hoffe mal, dass wir das Elliot zeigen können. Dankeschön. Elliot. Wie kann ich dir helfen? Ich habe hier einen Peilsender. Oh wow, das ist ein toller Peilsender. Ich erkenne dieses Modell. Es ist ein Tohima BR 2000. Mit diesem kleinen Gerät kannst du jeden lokalisieren. Darf ich? Ich weiß, wie man den repariert, aber wenn ich so am Bibbern bin, kann ich meine Tastatur nicht bedienen. Ich weiß nicht, ob ich krank bin oder so, aber ich fühle mich definitiv nicht gut. Ich kann nicht arbeiten, wenn ich so am Bibbern bin. Ich glaube, ich brauche eine Decke, damit ich einen Peilsender reparieren kann. Wie wär's mit diesem Poncho? Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Perfekt. Ich glaube, du bist wieder auf einen Zug, Junge. Ja, so ist cool. Schau, kein Bibbern mehr. Ich kann wieder arbeiten. Danke, jetzt kann ich einen Peilsender definitiv reparieren. Lass mich mal sehen. Ich muss nur noch ein Update machen und noch eine Sache. Voila. Neue Gegenstand errungen. Na bitte, Kleines. Viel Glück bei der Suche nach der Person, die du suchst. Danke, danke, danke. Kann ich den einsetzen? Dieser Peilsender sieht für mich repariert aus. Zeigen wir ihn Seamus. Alright. Let's go. Kannst du bitte wieder aufmachen? Es ist wirklich nett, dass du heutzutage eine seltene Charaktereigenschaft. Wenn du mal mit mir abhängen willst, bist du willkommen. Wir sehen uns. Ja, okay. Dann hängen wir irgendwann mal ab. Er schläft schon wieder. Hallo. Bitte aufmachen. Hätte einfach oben rausspringen sollen. Okay. Komisches Bild. Falsche Richtung.
Seamus. Ich habe hier was. Ich habe Erfolg. Tür ist noch offen, sehr gut. Oh. Seamus. Hast du es geschafft, den Paizen zu reparieren? Ja, natürlich. Du hast es geschafft. Du hast ihn repariert. Gut gemacht. Gib ihn her. Wir haben einen Ping. Ist Papa wirklich am Leben? Ich kann es einfach nicht glauben. Lass uns dem Paisender folgen. Vielleicht finden wir heraus, wo mein Papa hin ist. Er hat sich auch schon ready gemacht. Den Mütze hat er vorher nicht auf, oder? Na, vielleicht vertue ich mich da auch gerade und hatte die ganze Zeit schon auf. Ja, dann folgen wir ihm mal. So, ich kann mit ihm sprechen dann, wenn dieses Symbol kommt. Ich sehe das manchmal auf unserem Rücken halt, da wo die Beach 12 jetzt gerade steht. Das ist so manchmal aufblinkt, das ist je nachdem, ob wir irgendwo hingehen können, irgendwas machen können. Zum Beispiel damit vielleicht was machen? Übersetzen. Lego-Pflanzen wachsen im Dunkeln. Du brauchst die Sonne nicht, um die Natur zu genießen. Hey, cool. Und Seamus? Wo geht's hin? Da rein. Ah, die Tür. Was guckst du? Was ist los? Ich bin direkt neben dir. Das muss es sein. Er hat die Slums wirklich verlassen. Es ist gefährlich da draußen, aber ich muss mir sicher sein. Ich muss es wissen. Auf geht's. Na, da wollen wir mal. Das sieht gefährlich aus. Und wir gehen jetzt ohne Peilsender. Alleine. Nee. Oh, Seamus kommt tatsächlich mit. Ja, das ist cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Ding ist... Für dich ist es echt gefährlich hier. Sieh dir all diese Zerg-Eier an. Sie werden uns auffressen. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht so schnell wie du. Die Zergs werden mich ganz sicher erwischen. Hier, nimm dieses Abzeichen. Mein Papa wird es erkennen. Er wird wissen, dass du ein Freund bist. James. Ich werde die Tür öffnen. Okay. Ja, so ist auch besser. Dass nur ich das mache. Kann mich auch nicht noch auf dich da irgendwie verlassen, beziehungsweise auf dich aufpassen. Okay, let's go. Ja, sehr viel Vertrauen in so eine Katze. Boah, ist das eklig. Okay, wir sind jetzt genau auf der anderen Seite der Mauer. Kann sein, dass auf der anderen Seite unsere Katzenfreunde warten. Coole Sache. Okay, so, erstmal einen Überblick verschaffen. Hier haben wir nur eine Straße, hier haben wir einen Ausgang tatsächlich auch. Da müssten wir raus. Das wäre schön. Sieh mal, wie gewaltig diese Mauer ist. Ich erinnere mich, dass sie ein Symbol für die Trennung zwischen den Slums und dem Stadtzentrum war. Und die Tatsache, dass sie ihren Müll immer wieder hier runtergeschmissen haben. Wie kann man sowas nur tun? Vielleicht ist das der Grund, warum sie gescheitert sind. Ja, schon grausam. Aber ich sehe, das ist richtig, dass uns vielleicht sogar zwei Dinger hier fehlen. Weil wenn ich da jetzt so gucke, da hätten wir noch eins. Und hier. Und dazwischen haben wir alle. Kann sein, dass ich zwei Sachen schon verpasst habe. Würde mich ärgern. Würde mich echt ärgern.
Aber naja, da muss ich das Spiel vielleicht selbst nochmal privat spielen oder so, um das nochmal nachzuholen. Ich würde ja auch, wenn es möglich ist, gerne hier alle Achievements wieder sammeln. Je nachdem, wie aufwendig immer sowas ist. Bei Spielen. Oh, es sieht so cool aus. Sackgasse. Ich mag das so gerne. Also die Grafik ist echt schön für das Spiel. Dafür, dass es... Ja, wohl ist ja auch erst ein... Oh mein Gott, scheiße. Ist ja auch erst ein halbes Jahr alt, aber trotzdem... Oh Gott, ich muss schnell rennen. Okay, das ist jetzt wieder so eine Run-Passage. Nein, spring doch! Ja! Oh Gott! Das war super knapp. Wo muss ich denn da unten durch? Oh, Alter, genau zwischen den Typen lang. Holy shit, das war echt knapp. Aber cool, jetzt diesmal habe ich es zumindest beim ersten Mal geschafft, nicht so wie am letzten Ding. Okay. Ganz viel eklige Scheiße. Das Ding ist in die falsche Richtung geflogen. Ach, warte. Nochmal. Ah, ist schon mal besser. Aber da komme ich immer noch nicht hin. Ah, jetzt nochmal von hier aus. Perfekt. Das finde ich eine coole Mechanik beim Spiel. Ah, man kann ja auch gedrückt halten. Okay. Let's go! Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Hui! Wow! Nice. Das. Au. Ich hoffe. Ja, okay, die geht's gut. Ich dachte schon. Es klang richtig gut mit dem Katzenschrei. Alles okay, das war ein echt heftiger Sturz. Doc sollte in der Nähe sein. Weit ist es nicht mehr. Oh, jetzt haben wir uns wieder. Nein, das Hinterbein. Ah, das finde ich wieder nicht so toll. Geht's hier gleich wieder besser, oder? Ja, ein bisschen drum rumlecken, dann geht das auch gleich. Guck mal. Dann geht's ja noch. Hier nicht. Hör ich schon wieder Zergs? Bin mir noch nicht ganz sicher. Okay, da kann ich lang. Und hier kann ich aber auch lang. Scheiße, was ist denn jetzt der richtige Weg? Ich denke mal da oben und das hier ist ein Secret, oder? Ja, perfekt. Ist aber schön hier. Hat er sich schon für die Situation hier gemütlich gemacht? Der Witzenschlafler, für den ich arbeite, sagt immer, er wollte sich ein kleines Häuschen zurückziehen und den ganzen Tag angeln. In der Stadt war es das natürlich nicht möglich und das hätte seit mindestens 100 Jahren auch keiner mehr machen können. Was wäre, wenn wir uns in der Außenwelt ein kleines Häuschen mit einer harmlosen Angelroute und einem Häufchen Haufen Bücher suchen würden? Ich glaube, dass genau das hätte der Wissenschaftler gewollt. Aber zuerst sollten wir Doc suchen. Na, ich kann uns hinlegen. Ein bisschen ausruhen. Hat er sogar eine Angel gebaut. Deswegen kam der drauf. Thank you.
schön das ist, ey. Das ist nicht. Das ist super toll. Die Musik dabei und so. Das ist schon echt toll. Aber ein bisschen wollen wir noch. Sind noch nicht am Ende. Okay, Basketball, sehr verdächtig. Ich weiß, die Zergs lieben Basketball. Da steht hier schon mal jemand kopfüber. Na, dann wollen wir mal. Ist hier auch wohl sowas wie Bossgegner? Ein Mega-Zerg? Oh, schaut mal. Hat sie die Briefkästen und so komische Schlösser? Vielleicht auch von Paaren oder so. Okay, warum ist hier so ein großer Platz? Da kann ich weiter, okay. Da geht's aber auch noch rein. Lass uns erstmal hier drin gucken. Ist auch ein Kabel. Ah ja. Gegenstand verwenden. Ja, machen wir mal. Wähle einen Gegenstand. Okay, den Gegenstand haben wir noch nicht. Es ist ein Stromgenerator, aber es scheint irgendein anderes Teil zu benötigen, um es zu funktionieren. Ja. Engert Sicherung vielleicht. Okay, dieser Stromgenerator würde was denn machen? Da hinten irgendwas anschalten. Ja. Haben wir den hier? Eine Tür. Zergs. Da geht der dann hin. Das Kabel. Zergs im Käfig. Wieso ist denn das jetzt hier so groß? Eigentlich war das auch immer so richtig schlauchartig, die ganzen Level. Bis auf so eine kleine Open-World-Passage. Und das hier ist es doch schon... Ja, ein bisschen größer, obwohl es geht wieder, ne? Sieht immer vielleicht ein bisschen größer aus, als es ist. Weil hier habe ich einfach den gleichen Weg. Okay, wir uns bleibt, glaube ich, keine andere Wahl. Hier geht der Kram dann rein. Aber es läuft ja auch. Hallo. Ihr Süßis. Dog, bist du hier? Das sieht doch gut aus. Wow. Okay. Boah. Warte. Du bist kein Zerg. Wer bist du denn? Das ist mein Abzeichen, das du da trägst. Wie hast du es gefunden? Hat mein Sohn dich geschickt? Oh, Seamus, du schlauer Junge. Ich bin schon seit Ewigkeiten allein hier. Ich bin hierher gekommen, um mein die Fluxor zu testen. Aber es ist nicht so gelaufen wie geplant. Ich wünschte, ich könnte wieder nach Hause gehen. Ich vermisse meinen Sohn so sehr. Du kannst gerne im Haus umsehen, wenn du willst. Aber ich habe keine Ahnung, wie wir hier rauskommen sollten. Okay, du kommst hier nicht wieder weg. So weit war der Weg doch gar nicht. Okay. Das können wir uns auch merken. Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich, es waren Kinder. Durch sie waren die Straßen so viel lebendiger. Trotz aller Schwierigkeiten, die sie ihnen bereiteten, schienen die Erwachsenen sie sehr zu lieben. Doc sagt, er vermisst Seamus. Ist es dasselbe? Ja, definitiv. Wenn er sich so ein bisschen als Vater sieht. Ich weiß nicht, ob das wirklich so auch machbar ist unter Robotern, aber... Da ist dieses komische Ding. Hey, sei vorsichtig mit dem Fluxor. Bei voller Ladung kann er Zergs wie Konfetti in die Luft jagen. Geil. Dieses Prachtstück braucht 1,21 Gigawatt, um zu funktionieren. Gigawatt? Was ist das denn? Und das Einzige, was hier so viel Saft hat, ist der Generator draußen vor dem Haus. Das Problem ist, dass er nicht anspringt. Ich glaube, eine Sicherung ist durchgebrannt. Und bei all den Zergs hier ist es zu gefährlich für mich rauszugehen, um ihn zu reparieren.
Ich bin nicht schnell genug, aber vielleicht bist du es, wenn du den Generator erreichst und die Sicherung auswechselst, sollte ich den Defluxor wieder aufladen können. Komm schon, folge mir, ich zeige dir, was du tun musst. Perfekt, hast du eine Sicherung für mich? Weil da habe ich jetzt gerade ein Problem mit. Dass ich nämlich keinen habe. Stimmt, hast du einen, oder? Oder du musst mir erstmal zeigen, wo ich einen herbekomme. Hier, nimm diese Sicherung. Sie ist brandneu. Perfekt. Das Einschalten des Generators wird laut sein, also rechne mit einigen Zergs. Sobald du den Generator repariert hast, sollte ich den Defluxor aufladen und in Gang bringen können. Du musst nur diesem Kabel folgen, die Sicherung austauschen und mich dann wieder hier treffen. Viel Glück. Okay, das sollte gehen. Kommt natürlich darauf an, wie viele Zergs da so kommen. Ich habe zwei Gänge hier auf jeden Fall hoch. Kann ich auf jeden Fall nutzen, den Rundgang. So, dann sind wir jetzt schon fast da. Und dann setzen wir mal die Sicherung ein. Und auf geht's. Jetzt wird's spannend. Und da kommen sie. Ja, sehr gut. Sterben wir auch davon vor dem lila Licht? Oder nur die Zergs? Okay, wir nicht. Das ist gut. Okay, das ist nicht so gut. Dass sie genau da warten. Wie werde ich die denn jetzt los? Ja, genau. Sehr schön. Wow. Alter, ich habe vor den Drifting gelegt. Richtig stark. Okay, ab nach Hause. Yay. Erstaunlich, du hast den Generator wieder zum Laufen gebracht. Hast du gesehen, wie stark der Defluxor ist? Ja, das habe ich gesehen. Der zermatscht dir auf jeden Fall. Das ist definitiv unser Weg hier raus. Warte einen Moment, vielleicht kann ich den Defluxor an deiner Drohne befestigen. Das wäre natürlich perfekt.